Guten Morgen, ich bin Michaela und ich arbeite in der Öffentlichkeitsarbeit der Uni Göttingen. Aktuell bin ich um kurz nach 6 Uhr hier gerade auf dem Wilhelmsplatz. Und ich bin hier, weil wir uns überlegt haben, dass wir euch mal so einen kleinen Einblick geben, was hinter den Kulissen an der Uni passiert, vor allem, weil ihr ja aktuell nicht da sein könnt. Und deswegen besuchen wir jetzt mal die HausmeisterInnen am Wilhelmsplatz. Hallo. Hallo, du bist Nadine. Genau. Und wir dürfen dich heute ein bisschen begleiten. Ja. Okay, dann, ich bin Michaela und ich frage mich, was wir jetzt machen. Ja, als erstes müssen wir jetzt erstmal rausgehen und den Willi erstmal ein bisschen sauber machen. Okay. Ja, dass wir da erstmal ein bisschen Grundreinigung reinbringen. Ich hoffe, es ist nicht ganz so dreckig draußen. Okay, dann gehen wir mal raus. Gehen wir mal raus. Und die stellst du jetzt einfach dann quasi neben die Mülleimer? Genau. Ich versuche zu helfen. Und die Becher fliegen einfach so? Ja, nachher kommt der Besenwagen, der fährt hier immer rum. Deswegen haben die immer gesagt, wir dürfen das hier vorne hinpusten, der sammelt alles ein. Das ist aber nicht besonders schöne Arbeit am Morgen. Das ist quasi deine morgendliche Runde. Genau. Du hast jetzt geschaut, ob alle Fenster ganz sind. Genau, weil die werden entweder Schmierereien oder sonst irgendwas oder ob die eingeschlagen sind oder irgendwas. Okay, also es passiert wahrscheinlich mehr, als man denkt. Oder? Momentan geht das, muss ich sagen. Okay, gut, sehr gut. Yes! Jetzt gibt's Kaffee. Und wie würde so ein also Nicht-Corona-Alltag aussehen? Also früh sauber machen und dann? Wenn jetzt die Veranstaltung, müssten wir uns da jetzt drum kümmern, was die noch kriegen, von Stellwände, Flipcharts, Moderationskoffer und sowas, müssen wir dann schon mal alles parat stellen. Mhm. Wir haben ja 5 Räume und wenn an dem Tag überall was ist, dann ist man natürlich immer im Hin- und Herlaufen und gucken, dass das dann läuft. Und ab und an kommt noch irgendjemand anderes wahrscheinlich mit irgendwelchen ganz anderen Sachen dazwischen. So, oh, mein Stuhl ist kaputt. Oder ich weiß es nicht. Zum Beispiel. Auch, kommt auch. Ne? Ja, okay. Und was steht für dich heute noch an? Was müssen wir denn heute noch machen? Ich müsste mal meinen Kalender anmachen. Der Workshop geht nachher um 9 Uhr los. Mhm. Da müsste ich schon so um 8:30 da sein, um die Leute reinzulassen. Um auch noch mal zu fragen, ob die eventuell noch irgendwas benötigen, ob sie was vergessen haben. Kommt ja manchmal auch vor. Ja. Dann müsste ich noch mal runter ins Heinehaus. Okay. Ne, weil da die Mülltonne musste ich wieder reinstellen, um zu gucken, ob auch wieder alles sauber ist da unten. Und dann mal schauen, was da noch so anfällt. Wenn das Telefon wieder klingelt, mal gucken, was die Leute wieder noch möchten. Während Nadine hier kurz noch ein bisschen kehrt und auch hier für Ordnung sorgen muss und wahrscheinlich wieder guckt, ob alle Fenster in Ordnung sind, hat sie mir auf dem Weg hier erzählt, dass sie so 15.000 bis 20.000 Schritte am Tag geht. Das zeigt, wie viel sie einfach den ganzen Tag unterwegs ist. Sie betreuen als Hausmeisterteam mehrere Gebäude und wie gesagt, in jedem muss immer mal geguckt werden, ist alles noch in Ordnung. Irgendwo ist ein Stuhl kaputt, die Mülltonnen müssen reingeholt werden, was wir heute gemacht haben. Also es gibt sehr viele Kleinigkeiten, die so im Hintergrund passieren. Das ist auch das, was ich heute gelernt habe, so viele Sachen, die so magisch auf einmal da sind. Gibt es immer Leute, die das machen. Vielen Dank, dass wir mit dir heute so ein bisschen mitlaufen durften. Sehr gerne. Vielen Dank auch für alles, was ihr immer so im Hintergrund tut und wir nicht so richtig mitkriegen. Und bis bald hoffentlich. Bis bald. Ja, das war's von uns für heute. Ich hoffe, ihr habt einen kleinen Einblick gewonnen, was es so heißt, Hausmeisterin am Wilhelmsplatz zu sein und dass der Tag, sehr besonders startet. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und haltet den Wilhelmsplatz sauber. Ciao! Thank you.